Hallo, ich bin Marlene vom Luftakrobatik-Shop. Das ist das Strapazen-Aufhängeset, bestehend aus Karabiner, Wirbelkarabiner, Riggingplatte, dann noch Schraubkettenglieder und kleine Wirbel. Und hier haben wir ein Strapazen-Kürzungsset. Das sieht ganz witzig aus. Und damit kann man die sehr viel weiter kürzen, als sie so lang sind, da die ja meistens so ungefähr 3 Meter lang sind und die meisten die Deckenhöhe von 3 Metern nicht haben, beziehungsweise würden die dann ja auch auf dem Boden hängen. Und auf dem Boden kann man ja auch liegen und sie anfassen, aber nicht so schöne Sachen in der Luft machen. Und wer also geringere Deckenhöhen hat und trotzdem einiges an den Strapazen machen möchte, für den sind die Reise- und Zuhause-Strapazen eine Variante, die ich schon in anderen Videos erklärt habe. Oder die, die eben schon ein bisschen höhere Deckenhöhe haben oder mal hier und mal da trainieren, wo sich das immer wieder variiert und die das nicht so mit so einem praktischen Seilzugsystem, wie ich es hier glücklicherweise habe, die können das mit dem Strapazen-Kürzungsset steuern. Und ich erkläre mal direkt, wie das funktioniert. So, um die Strapazen kürzen zu können, muss ich die erstmal hier oben von den Schraubkettengliedern befreien. Da habe ich hier eins schon mal. Schraubkettenglied kommt zur Seite. Ich lege es jetzt einfach mal auf den Boden, auf die Matte. Und nun habe ich hier eine ganz freie Strapaze. Die lege ich so hin, dass die komplett flach liegt, also nicht verdreht oder so. Und dann gucke ich, wie weit ich das ungefähr kürzen möchte. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte die halbieren. Dann lege ich die komplett übereinander. So. Nehme dieses Ende und dort schlaufe ich jetzt einmal um das Mittelteil von dem Kürzungsset hindurch. Also, hier habe ich jetzt ja die Mitte und ja, das reicht wahrscheinlich schon, um hier quasi einen neuen Aufhängepunkt zu generieren. Dann nehme ich mir das frühere obere Ende und schlaufe das oben zum neuen Aufhängepunkt hindurch. So. Zack. Und damit habe ich hier jetzt einen festen, fixen, sicheren Aufhängepunkt mit der Handschlaufe dort unten. Da dieses Teil hier vielleicht ein bisschen stört, weil es jetzt ganz schön lang geworden ist, kann ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Schraubkettenglied wieder durchfriemel und dann hier oben wieder reinhänge, kann ich das zum Beispiel auch einfach hier so verkürzt quasi durchfädeln. Schön oder nicht schön, das ist egal. Ne, wenn es stört, dann kann es einfach aus dem Weg sein. So. Und habe hier jetzt meine kurze Strapaze. Das heißt also, wenn das Ganze wieder nach oben fliegt, dann ist die Strapaze jetzt ungefähr greifhoch und vorher war sie noch da unten. Und sicher ist das auch. So einfach geht das. Wie das übrigens genau funktioniert, habe ich natürlich auch noch mal in meinem Luftakrobatik-Figurenbuch zum Thema Strapazen erklärt, mit vielen praktischen Zeichnungen. Damit ist das ganz einfach und simpel verständlich.
Ach so, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail über den Luftakrobatik-Shop direkt. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine praktischen Videos mehr verpasst.